Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einem Talk. Ja, aber irgendwie, ich habe keinen irgendwie da. Mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir den Joe herbei. Es hat geklappt. Wahnsinn. Grüß dich, mein Hallo, Guter. Schön, hey. Dass es hier. Tja. Auch. Ich hoffe, ich habe dich gerade nicht vom Klo weggeholt oder irgendwie sowas. Nee, wie du siehst, ich habe eine Hose Zaubern. An. Das ist selten der Fall, wenn ich Videos gehabt. Aufnehme, aber ich hatte das Gefühl, heute passiert irgendwas. Ja. Ja, ich hab mal Bock auf so eine kleine Talkrunde und ich habe mir mal überlegt, die Switch, die ist ja wirklich eigentlich für uns Retro-Gamer wirklich gut geeignet, oder? Ist das so? Aber wieso eigentlich? Weil mir ist irgendwie aufgefallen, ich habe so viele Retro-Style-Switch-Spiele irgendwie. Ist das so? Ja, aber... Ah. Warum eigentlich, ne? Und da du ja hier ausgewiesener Indie-Switch-Experte bist, kannst du da bestimmt was Sinnvolles dazu beitragen. Vorneweg natürlich, Retro-Joe kennt ihr wahrscheinlich die meisten, wie immer unten, Kanal verlinkt. Ja. Bitte besuchen und auch abonnieren natürlich. Unbedingt, fehlt nämlich nicht mehr viel bis zu 500. Das muss, Stand dieses, jetzt. Jahr noch, muss dieses Jahr noch klappen hier. Das kriegen wir auf jeden Fall, ne? Hin, würde ich sagen, oder? Ja, ja, so. Ja. Nintendo Switch, meine aktuelle Lieblingskonsole. Ich habe zwar auch die PS4 Pro immer noch, spiele aber deutlich, deutlich mehr auf der Switch. Und für mich als Retro-Gamer ist die Switch mit Abstand die geilste Konsole für Retro-Gamer. Und warum das so ist? Ich greife einfach mal hinter mich. Ich habe hier mal ungefähr die Hälfte der Switch-Sammlung vom Panda aus dem Regal. Ihr seht's im Regal. Und was soll ich euch sagen? Windjammers, Pixel Art. The Messenger, Pixel Art. Bloodstained, Curse of the Moon, Pixel Art. Celeste, Pixel Art. Thimbleweed Park, Pixel Art. Owlboy, Pixel Art. Slain Back from Hell, Pixel Art. Moonlighter, Pixel Art. Die komplette Sega Mega Drive Collection, da ist mehr Pixel Art drauf, als das Herz überhaupt vertragen kann. Und natürlich die Collection of Mana. Ihr seht, für jeden, der mit 16-Bit groß geworden ist, gibt es hier echt einiges zu holen. Und für die Leute unter uns, die auf dem Super Nintendo und auf dem Mega Drive schon so alles durchgezockt haben, was es da überhaupt durchzuzocken gibt, bietet die Switch als Plattform einfach unheimlich viel, um unsere alten Lieblingsgenres trotzdem noch weiterspielen zu können. Das auf jeden Fall. Ja. Für jedes Genre gibt es da neue Vertreter, die die alten Stärken aufleben lassen. Zum Beispiel, habe ich jetzt hier nicht physisch vorliegen, aber könnt ihr euch gerne das Review auf meinem Kanal zu angucken. Blazing Chrome ist... Unten verlinkt. Ja, Blazing Chrome ist original eine Fortsetzung vom Contra auf dem Mega Drive und nimmt alles mit, was das Game so geil gemacht hat, verändert nicht viel daran und gibt uns einfach mehr davon. Und das gibt es für jedes Genre für die Switch. Was sind denn deine so Lieblings-Pixel-Art-Games, Lieblings-Indie-Games auf der Switch, die dein Nostalgiegefühl so richtig ansprechen? Ich würde sagen, durchaus einige. Also auf jeden Fall Thimbleweed Park, was so ein bisschen natürlich so eher in Richtung dieser guten alten LucasArts-Adventures geht und so weiter. Da habe ich mir ein Let's Play von einem Kumpel angeguckt. Ich habe selber noch nicht gespielt, aber es ist fantastisch. Der Humor ist da, genau wie bei Day of the Tentacle und so weiter. Das gute alte Scum-Interface ist unten drin. Eben. Richtig geil. Ich habe es mir jetzt auch gekauft, digital für die Switch. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Oh, schämlich. Aber hat natürlich noch der Ron Gilbert mitgearbeitet. Quasi der Erfinder der Monkey Island-Serie. Jesus fucking Christ. Und der hat natürlich wirklich die Ahnung. Auf jeden Fall super, super empfehlenswert. Ja. Aber auch ganz viele Anlehnen auch an X-Files, also Akte X und so. Der Humor, also man spielt im Prinzip eine Persiflage von Mulder und Scully und noch ein paar andere Figuren in dem Spiel, die sich immer abwechseln. Genau. Super Geschichte, super Humor, schwer zu empfehlen. Auf jeden Fall. Und dann natürlich zum Beispiel auch noch die Mega Drive Collection. Ja. Wunderbar, weil ich bin ja nicht so dieser Sega-Kind von damals. Ich hatte einen Super Nintendo, ich hatte einen Game Boy. Aber auch da sind wirklich sehr bequem einige Klassiker auf jeden Fall drauf. Ja. Wunderbar, also Golden Axe ist zum Beispiel drauf, genau. Was ich als Kind geliebt habe zum Beispiel. Wir haben hier, ich lese jetzt nur mal die vor, die ich als Kind geil fand oder die relativ selten sind, die man jetzt hierdurch aber spielen kann. Zum Beispiel Alien Soldier, kein billiges Spiel. Hier drauf, super Game. Altered Beast ist natürlich ein alter Klassiker. Beyond Oasis, in Deutschland eigentlich besser bekannt als Story of Thor, ist ein relativ kurzes, aber wirklich, wirklich hübsches Action-Adventure. Dann haben wir hier noch solche Sachen wie Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, im Prinzip Dr. Mario mehr oder weniger, kann man auf jeden Fall machen. Golden Axe, Golden Axe 2 und 3, Gunstar Heroes, Side-Scrolling-Shooter, Phantasy Star 2, 3 und 4 sind hier drauf.
die Streets of Rage-Titel, Toe Jam und Earl, alles, was das Herz begehrt, auf der Mega Drive Collection. Ja. Also wer wenig Geld hat und aber Bock hat auf Mega Drive-Spiele und eine Switch hat, braucht nicht losrennen, sich einen Mega Drive kaufen, das nicht an seinen neuen Fernseher angeschlossen kriegen und all den Scheiß. Ja. Ihr könnt das hier super drauf spielen und das unterstützt natürlich Safe Games und Online-Multiplayer. Eben, wunderbare Sache. Warum haben wir eigentlich noch nicht Online-Multiplayer Mega Drive gespielt? Frage ich mich ehrlich gesagt auch gerade. Ich würde sagen, ne, irgendwann mal eine zusammen, vielleicht ein Stream oder ähnliches, dann auf deinem Kanal logischerweise, ja, weil meine Internetleitung... Fangen wir damit gar nicht an. Ja, was ihr ja nicht wisst, der Panda wohnt hier echt schön, aber es ist der Arsch der Welt. Ja, eine Natur haben wir, ne? Also, ja, also ich sehe da draußen Mammuts und Hasen und all so Viehzeug im Wald, aber alles. Kein Internet. Leider nicht, nee, aber hey, naja, Buschtrommeln reichen ja auch eigentlich, ne? Deswegen. Ja. Also, die Entfernung von mir zum Panda sind keine 90 Kilometer, aber ich habe fast 2 Stunden gebraucht, weil es keine verdammte Autobahnverbindung gibt. Ja, also Prinzip... Von der Lage her geht's eigentlich, aber man muss halt erst auf die Autobahn kommen, deswegen. Ja, die ist in alle Richtungen 100 Kilometer. Aber egal, darum sind wir nicht hier. Wollte gerade sagen, aber wir schweifen mal wieder. Außerdem ist das ja gelogen, du hast mich ja gerade hier hergeschnipst. Genau. Kannst du rausschneiden. Ja, als ob ich schneiden würde. Und natürlich zum Beispiel auch Link's Awakening natürlich. Ja, absolut. Wunderbares Spiel, wobei das natürlich eher eine Art Remake ist. Oder Remaster ist es ja nicht, also wirklich ein Remake. Es ist ein richtiges Remake, das ist ausnahmsweise kein Pixel Art, aber es ist wunderschön. Eben. Hat halt einen super Stil, fühlt sich einfach super an. Und ich habe das Gefühl, auch besonders Plattformer-Spiele sind als Pixel Art auch oft vertreten. Ja, also zum Beispiel Oldboy oder The Messenger zum Beispiel. Oder sogar halt so alte Castlevania-Anleihen wie Bloodstained Curse of the Moon, was so richtig dieses NES-Feeling mit einfängt. Absolut. Ist super geiles Spiel. Wirklich herrlich. Also im Prinzip wird da schon viel gemacht. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, wenn ihr Switch Online das Abo abgeschlossen habt, könnt ihr ja NES und Super Nintendo Spiele spielen. Ja. Momentan, wo wir das jetzt aufnehmen, sind es leider nicht sehr viele, aber da wird sich bestimmt noch was 21 tun. 21 Super Nintendo und ein paar 40 NES Spiele, wobei bei den NES Spielen, also ich glaube Nemesis, wie heißt es denn? Machen wir schnell, der Shooter. R-Type? Nee, der andere, der NES Shooter. Stell mir den Namen nicht ein, verdammte Kacke. Mir ehrlich gesagt auch nicht. Wir hätten mal recherchieren sollen. Wir hätten mal recherchieren sollen. Ich guck gerade, ob das so schnell ist. Ist auch scheißegal. Der eine Shooter, der ist dann mindestens 3 oder 4 Mal drauf. Mhm. In irgendwelchen Sondervarianten, wo du dann unendlich Leben hast oder unverwundbar bist oder dir die Power-Ups aussuchen kannst. Hier voll in der YouTube-Welt abgedreht. Wo du dir die Power-Ups aussuchen kannst. Legend of Zelda ist mehrfach da drauf. Das bei den Super Nintendo-Titeln halt nicht. Aber das Geile ist, die sind halt auch Online-Multiplayer-fähig. Ja. Haben wir ja selber schon gemacht. Ja. Wir hatten ja das Vergnügen, eine Runde Super-Tennis und so weiter gegeneinander zu spielen. Hat Bock gemacht. Ja. Auch wenn die Online-Verbindung von der Switch nicht immer die geilste ist. Aber wenn man zusammen vor der Konsole sitzt, ist das trotzdem mehr als passabel. Eben. Also ich habe auch wirklich so das Gefühl, dass Nintendo allgemein so ein bisschen uns älteren Retro-Spielern so ein bisschen versucht, Honig ums Maul zu schmieren. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich habe ja die Retro-Gamer abonniert und da ist regelmäßig eine zweiseitige Anzeige von Nintendo selbst direkt Retro-Spieler ansprechen am Motto, hey, folgende Pixel-Art-Sachen haben wir mal wieder reinbekommen. Echt? Ist was vielleicht für dich, ja? Cool. Und das zeigt ja, finde ich, eindeutig, und das ist von Nintendo direkt, und das zeigt ja eindeutig, hey, das ist eine Marktgruppe, die können wir bedienen und die hat auch die Kohle für den Scheiß zu kaufen. Also rauf da. Also Nintendo feiert sich da schon arg selber und na gut, wir als Retro-Spieler, Nostalgie behaftet, wir sind natürlich immer dankbar und springen natürlich auf diesen Zug immer drauf. Wir haben ja quasi keine Wahl. Bei Pixel Art bin ich immer direkt grundsätzlich schon mal interessiert. Ja. Und wenn man jetzt nicht, wie der liebe Panda hier, auf physische Sachen unheimlich Wert legt, sondern wie meine Wenigkeit auch gerne digital zuschlägt, bietet der eStore eine solche Vielfalt an Spielen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also einmal gibt es diese Arcade Archive Spiele, diese ACA Collections, da sind endlos viele Neo Geo Ports draus, sowas wie Rival Turf oder was ist Rival Turf? Neo Turf Masters, das meinte ich. Dieses Golfspiel, das richtig geil ist. Es sind sämtliche King of Fighters, sämtliche Samurai Showdowns, einen ganzen Haufen Sidescrolling Beat'em-Ups, es gibt Shooter, es gibt alles mögliche an alten Arcade-Klassikern. Und nicht nur das, es gibt so viele Indie-Games, die genau diese Nostalgie-Schiene ansprechen. Es gibt zum Beispiel ein Spiel, das nennt sich Awesome Pea. Das sieht aus wie ein vierfarbig grün-monochromes Gameboy-Spiel und funktioniert auch mit nur 2 Knöpfen.
Ja, das ist ein ultraharter Plattformer. Ja gut, ist klar. Wo du quasi, also es ist ein Hindernisparcours und du stirbst und stirbst und stirbst und wirst aber so schnell an der gleichen Stelle wieder ausgespuckt, dass dir das eigentlich völlig egal ist. Hat man da ein bisschen ähnlich wie Celeste. Hat man da so ein bisschen begrenzte Lebensanzahl oder kann man das immer weiter spielen? Endlos. Es geht einfach darum, die Challenge zu bestehen quasi. Also Awesome P, da gibt es eine Demo von, die habe ich mal angespielt. Da gibt es auch verschiedene Bildschirmmodifikatoren. Also du kannst das in kristallklar dir anzeigen lassen oder natürlich auch in dieser gewölbten Monitoransicht mit Scanlines und so weiter. Also auch da denken die Entwickler wirklich an die Leute, die das Gefühl von damals haben wollen. Und da gibt es auf der Switch so, so viel von. Um nur mal ein paar Beispiele zu nennen, wie vorhin schon. Blazing Chrome ist ein Contra-Nachfolger. Es gibt klassische JRPGs im Stile von Final Fantasy in einem coolen Setting in Pixel Art. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, ich habe es vorhin gesagt. Cosmic Star Heroine zum Beispiel. Es gibt Faerun, das sieht so ein bisschen aus wie ein Zelda-Titel, spielt sich aber eher wie alte Ease-Title, weil man quasi nur in den Gegner reinläuft und zieht ihm das Leben ab und so weiter. Es gibt so, so viel. Und nicht nur für Leute der 16-Bit-Generation gibt es da was, sondern auf der Switch werden sogar Leute angesprochen, die mit dem N64 respektive der PS1 aufgewachsen sind. Durch so geile 3D-Plattformer wie Super Lucky's Tale, was jetzt gerade erschienen ist, oder auch die Yooka-Laylee-Spiele, die ja quasi von Leuten gemacht wurden, die früher an Donkey Kong 64 oder Banjo-Kazooie gearbeitet haben. Also selbst diese Leute werden mit der Switch bedient. Ist das nicht geil? Und das finde ich auch geil, dass das wirklich, auch wenn irgendwelche Serien nicht mehr bearbeitet werden, zumindest offiziell, dass es sind trotzdem so inoffizielle, ne, wie zum Beispiel diese Contra-Nachfolger und so weiter, dass es quasi in dem Geiste weitergeführt wird. Und das ist einfach klasse, weil die natürlich auch sehen, hey, diese Retro-Leute, da gibt es viele, die spielen seit damals, die müssen mal, die wollen auch irgendwie mal was Neues haben. Die wollen nicht das tausendste Open-World-Spiel haben, sondern die wollen dieses Erlebnis von gestern in neu und bequem haben quasi. Absolut. Ja, oder auch, du hast es hier auch drin gehabt, die Collection of Mana zum Beispiel. Mhm. Es gibt einfach jetzt Sachen, die damals nie in den Westen gekommen sind, wie Secret of Mana 2 oder Trials of Mana, wie es jetzt heißt. Ich halte es mal gerade hier vorne hin. Wovon auch noch ein richtiges Remake folgen wird am Anfang des Jahres. Ich wollte gerade was hochhalten, aber das war das Falsche. Ja, genau. Also dieses Secret of Mana 2, es gibt natürlich Repos dafür. Also ich habe jetzt als Modul mit Verpackung und sowas, kam damals natürlich nicht offiziell raus. Sowas gibt es natürlich auch schon, aber da haben wir es natürlich wesentlich günstiger und bequemer zu spielen. Ja. Und ich meine, sowas geht natürlich immer. Ne? Also. Und es ist offiziell und unterstützt nicht nur den Publisher, sondern auch den Spielhersteller, also den Entwickler. Ist natürlich für uns auch immer eine super Sache, weil wenn die pleite gehen, entwickeln die keine Spiele mehr für uns. Was ja auch noch schön ist, ist gerade bei diesen Spielereien, die im Geiste fortgesetzt werden, sind ganz häufig Leute involviert, die an der ursprünglichen Serie dabei gewesen sind. Ich kann mir japanische Namen ja überhaupt nicht merken, aber der Typ, der verantwortlich ist für Bloodstained Curse of the Moon, der hat damals an Castlevania 3 mitgearbeitet zum Beispiel. Oder wie gerade schon gesagt, die Leute, die Yooka-Laylee gemacht haben, die waren früher an Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie beteiligt. Also das ist bei denen dann auch Herzblut und das merkt man dann auch im fertigen Produkt. Eben. Anderer Titel, der jetzt gerade noch rauskommt, der sogar noch für die Wii U eigentlich geplant war, ist Ahead of Time. Auch das ist so ein richtig schöner Oldschool Mario 64-mäßiger 3D Jump'n'Run-Plattformer. Nicht mein Genre, aber ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen diese Spiele sehr. Hallo Katze. Ich bin gerade ein bisschen erschreckt. Ja, hier kommt gerade die Kampfkatze rein und will uns stören. Es gibt sogar direkte Fortsetzungen zu Super Nintendo-Spielen, wie beispielsweise jetzt das neue River City Girls, was rausgekommen ist. Ja. Ist ja im Prinzip eine Weiterführung der Kunio-Kun-Reihe, die in Japan natürlich überall in aller Munde war und wo wir ein paar Teile unter anderem Namen River City Ransom auch im Westen gekriegt haben. Da ist ein neuer Teil rausgekommen. Oder The Ninja Saviors ist quasi ein Halb-Remake, Halb-Fortsetzung vom Super-Nintendo-Spiel The Ninja Warriors. Noch gar nicht so lange her. Auch mit original der gleichen Pixel-Art. Wunderschön für die Switch umgesetzt. Ja. Und mein Super-Nintendo-Kinderherz geht einfach, er blüht einfach auf, wenn ich mir anschaue, was man auf der Switch nicht alles geboten kriegt. Ja. Mal ganz davon abgesehen, dass sie mit Sachen wie New Super Mario Bros. Deluxe und so natürlich die klassischen 2D-Hüpfspielreihe auch noch fortgesetzt haben. Es gibt Sonic Mania, das beste Sonic-Spiel überhaupt.
und. Also die Possibilities sind quasi grenzenlos. Und jetzt fragen wir zwei uns natürlich, die wir beide einen Retro-Gaming-YouTube-Kanal haben, warum unsere Switch-Videos eigentlich nie so gut laufen wie die Retro-Game-Videos. Immer wenn wir also was versuchen. Also guckt euch die Switch-Videos an. Wir stecken da viel Herzblut rein. Die Switch ist eine geile Konsole. Und da kriegt ihr doch auch Retro-Zeug, Leute. Guckt genau. euch das an. Das ist quasi neues Retro-Zeug. Ja. Was wollt ihr mehr? Ja. Also das einzige Schade, was ich bei der ganzen Sache immer nur finde, ist, dass es halt so wenig physisch gibt. Weil ich bin ja so ein Anhänger von, ich möchte eine Packung haben und in der Hand haben. Ja. Ich glaube, da muss ich mein Denken mal etwas umstellen, vielleicht. Weil ich glaube, da entgeht mir echt viel. Also, was jetzt so alles gesagt wird, das klingt schon alles verdammt interessant. Die Unterhaltung hatten wir auch schon ein paar Mal geführt, ja, ich weiß. Wo ich dir das empfohlen habe, wo du gefragt hast, gibt es das physisch? Ich gesagt habe, soweit ich weiß nicht. Nein, dann interessiert mich das aber Panda. Du verpasst da ein wirklich gutes Spiel. Ich glaube auch leider. Ja, leider ist das so, ja, aber da muss man halt dann auf Versandhäuser wie Limited Run Games zurückgreifen oder Strictly Limited und so. Die sind natürlich, also diese, ich bin kein Freund von dieser künstlichen Limitierung, in Anführungszeichen, vor allem wenn es heißt, das kommt limitiert raus und 3 Wochen später ist es offiziell im Handel. Das ist jetzt auch schon ein paar Mal passiert. Ja, das ist letztens bei Strictly Limited mit diesem Bud Spencer Spiel. Mit Slaps and Beans, ja. Genau, so, ganz limitiert und 2 Wochen später kannst du auch auf Amazon ganz normal bestellen. Ja, oder hier Collection of Mana auch, konnte man ursprünglich nur im Square Enix Shop bestellen. Und eine Woche später auf Amazon, glaube ich, ja. Das ist natürlich nicht so schön, da wird mit meiner Geldbörse quasi gespielt, aber bin ja eh inzwischen an dem Punkt angekommen, dass ich nicht alles physisch haben muss, vor allem wenn ich es A, digital günstiger kriege und B, noch weiß, wenn ich es digital kaufe für einen günstigeren Preis, kommt trotzdem mehr Geld von dem Ganzen beim Entwickler an, als wenn ich es im Laden kaufe, weil diese ganze Einzelhandels, Mehrwertsteuer, Gedönse, du musst die Gehälter von den Verkäufern und so weiter. Sachen müssen produziert werden, logischerweise. Richtig. Das kostet natürlich alles extra Geld und ist auch nicht gut für die Umwelt, weil Plastik ist halt Plastik, ne? Aber was willst du machen? Auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir heute Plastik haben und nicht mehr Pappe. Wir wissen ja, wie das aussieht mit den Preisen für Super Nintendo OVPs, nicht wahr? Das brauchen wir uns gar nicht mit den Dingern antun. Die kann man, sind gut haltbar, kann man sich schön ins Regal stellen, aber ja, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr digital auf jeden Fall ab und zu mal kaufen. Ich kann dir das nur empfehlen. Jetzt gerade aktuell Children of Morta kommt zwar auch physisch. Habe ich mir physisch bestellt, ja. Ich habe es digital mir vor 2 Tagen gekauft. Ich liebe das Spiel, es ist großartig. Ich habe 21 Euro bezahlt, er wird 35 bezahlen, weil er es physisch haben will. Na gut, ich denke mir natürlich immer, hey, wenn ich es nicht mehr haben will, kann ich es immer noch verkaufen. Das ist natürlich der Vorteil, dass man dann insgesamt dann etwas günstiger kommt, aber wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache, aber ich würde sagen, das ist das Thema für einen anderen Talk auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, wir konnten euch auf jeden Fall überzeugen. Die Switch ist ideal für Retro-Begeisterte. Absolut. Es gibt eine Riesenauswahl, nicht nur die ollen Kamellen, sondern auch die werden halt in dem Stil sinnvoll weitergeführt, würde ich sagen. Jetzt haben wir so ein paar Sachen sogar noch gar nicht erwähnt, wie zum Beispiel die Street Fighter 30th Anniversary Collection. Also die Switch ist im Prinzip die geilste Plattform, um unterwegs jemanden zu einer Runde Street Fighter rauszufordern, weil du kannst das Ding einfach hinstellen, gibst ihm einen Joy-Con, nimmst selber einen Joy-Con, dann kannst du Street Fighter spielen. Also will man mehr. Und ich glaube, die SNK Collection, glaube ich, habe ich auch schon seit Ewigkeiten auf meiner Amazon-Wunschliste stehen. Yeah, also da bin ich jetzt. Das war nicht so toll. Nee, ich habe das so gesehen, so, 30 Euro, pack's mal da auf die Wunschliste. Da sind halt nicht die SNK-Spiele drauf, die wir eigentlich kennen, sondern eher so noch ältere Arcade-Spiele. Ach so, okay, gut. Hunderttausende Shooter und irgendwelche komischen Plattformer und so. Gut. Yeah. Aber hey, auch das wird Fans haben. Ne? Aber wie man sieht, Collections gibt es auch viele. Es gibt nicht nur die Mega Drive Collection, sondern es gibt halt viele. Eben Capcom Dead Action Collection für Leute, die alte Beat'em-ups mögen zum Beispiel, ist auch richtig geil. Ja, ich würde sagen, zum Abschluss vielleicht noch 3 Empfehlungen von jedem für Retro-Style-Games, die man sich angucken sollte. Fangen wir gerne an. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Mega Drive Collection. Denn Oldboy würde ich jedem ans Herz legen. Das ist ein super, super schöner. Ich glaube, das hat sogar einer alleine programmiert oder irgendwie sowas. War das in Entwicklungszeit 5-6 Jahre, glaube ich, irgendwie sowas. Hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Und dann würde ich sagen, wirklich Thimbleweed Park. Wie gesagt, die physische Version, die ich habe, ist da eine Limited One Version. Das heißt, ihr kriegt die leider nicht mehr physisch. Ich glaube, oder bei eBay, aber da zahlt man Preise. Die ist dann teuer, ja. Ich hatte dich nämlich auch schon mal gefragt, was ich denn tun müsste, damit du dich von deiner Thimbleweed Park Version trennst. Obwohl, wenn du gerade da bist, nicht, dass du mir gleich einen Knüppel über den Kopf haust und dann schnell weg. Weil wir haben ja beim Abendrücken festgestellt, dass ich dir körperlich längst nicht so überlegen bin, wie man vielleicht meinen könnte. Oder erinnere mich nicht daran, nee. Aber jedenfalls, jetzt habe ich meine 3 schon. Ja, also würde ich sagen, würde komm du raus. Legen.
auf jeden Fall Bloodstained Curse of the Moon für die Leute von euch, die alten Castlevania Games richtig geil fanden. Das Ding ist wirklich super. Dann als zweites, um da ein bisschen Variation reinzubringen, die Street Fighter Collection muss ich, glaube ich, nicht empfehlen. Wer die nicht hat, der macht sein Leben falsch, meiner Meinung nach. Und zwar habe ich Super Blood Hockey als Empfehlung für euch. Leute, die mit Blades of Steel aufgewachsen sind, werden mit Super Blood Hockey auf jeden Fall ihren Spaß haben, denn das heißt nicht nur sonst geil. Super Blood Hockey. Das klingt geil. Und das ist auch nicht teuer, das kostet zwischen 7 und 10 Euro, das ist ständig im Sale. Okay. Und als drittes, ich habe ein Review dafür gemacht, ich habe es in meinem Halloween-Special gezeigt, Viviette. 16-Bit-Adventure-Game, kein Kampf, viele Rätsel, super Story, unfassbar atmosphärisch. Absolute Empfehlung, Leute. Wer Pixel-Art mag, sollte an diesen Spielen auf jeden Fall nicht vorbeikommen. Werde ich mir auf jeden Fall mal alles anschauen, vor allen Dingen das Blood Hockey. Viviette habe ich schon ein paar Mal mit dir geschimpft. Ich weiß. Nur weil es das nicht physisch gibt. Bevor wir uns jetzt gleich kloppen, ich will sagen, danke, dass ihr reingeschaltet habt auf jeden Fall. Ja. Ihr könnt ja mal sagen, wie euch so ein bisschen dieses Format gefällt. Wir werden auf jeden Fall, glaube ich, gleich noch ein paar weitere Themen aufnehmen. Ja, ich bin ja nicht umsonst hier heute. Wollte ich gerade sagen, ne? Wenn ich es nicht schon einmal hergezaubert habe, kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ja. Auf jeden Fall, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wie gesagt, wenn ihr es noch nicht getan habt, geht bei mir so vorbei und abonniert seinen Kanal auf jeden Fall. Ab geht's. Macht's gut. Retro Joe out. Bye bye.